Hallo und herzlich willkommen zurück bei Ratchet & Clank Rift Apart. So, wir befinden uns immer noch auf Blizzard Prime und machen erstmal diesen hier. Warten zur Bergbauzentrale. Ja. Wir warten mal. Jetzt sind wir hier. Genau, denn ich habe gemerkt, dass man hier auch einfach durchschalten kann. Ist das nicht cool? Denn wir wollen jetzt mal die Köchin zusammensuchen. Die gute Köchin. Oh, sie haben Angst. Die haben alle vor uns Angst. Okay, wo ging es denn hier nochmal dahin? Auf jeden Fall nicht diese Richtung. Was ist das? Was bedeutet das? Teleporter. Okay. Wir müssen auf die andere Seite. Wir müssen dahinter. Okay, wir nehmen erstmal ihn hier. Also ich kaufe grundsätzlich eigentlich fast nie irgendwelche Munition bei Ratchet & Clank. Ich bin grob falsch. Sterbe ich doch gleich wieder hier. Vorne müssen wir hin. Nee, hä, warte mal. Ach da, hier warten sie aufs Essen. Hier müssen wir hin. Es gibt sogar Männer dabei, die sehen aus wie alle wie frustrierte Frauen. So. Okay, so, Chefin, wir sind da. Wir werden das Ding jetzt wuppen. Ich empfange eine Funkübertragung. Da, mit dem Fell und den Ohren. Hast du Lust, das nächste Jahrhundertgericht unserer Galaxie mit zuzubereiten? Sag nichts. Die Frage war rhetorisch. Komm einfach rauf zum Kristallgrab und wir können loslegen. Köchin Tunio nehme ich an. Sie klingt verwirrt. Oh, hier ist ein Dimensionsriss. Den müssen wir natürlich auch machen. Müssen wir natürlich reparieren. Haha. Dann machen wir jetzt einen Dimensionsriss. Moment. Warum können diese Robohunde schweben? Hä? Wo? Ich habe es gar nicht gesehen. Hä? Wo ist man hin? Ach, mit. Na. Okay, ist auf jeden Fall die falsche Waffe dafür. Wir nehmen da mal unseren Blaster. Was müssen wir denn hier machen? Können wir hier auch schweben? Nee. Nee. Dimensionsfalte 87-84-20 optional. Ich weiß hier gar nicht, was wir hier machen sollen. Ach, der macht Einzelschuss, wenn man nur leicht durchdrückt und nicht völlig draufhackt. So, jetzt haben wir das alles kaputt gemacht hier. Hä, was soll man denn hier für eine Waffe nehmen dafür? Eins. Brauchen wir hier irgend Hundis? Was ist mit dir? Sollen wir vielleicht auf die Kisten springen? Ist das so gewollt? Ich kann es mir nicht so vorstellen, ehrlich gesagt. Aber das ist ja erstmal egal, oder? Ob das überhaupt so gewollt ist.
Wahrscheinlich ist es nicht so gewollt, aber das ist ja nicht so schlimm. Wir machen das einfach so, wie es bei uns für uns passt. Oh. Nein! Hä? Ach was. Ich glaub's ja wohl nicht. Ich verstehe. Ich hab's verstanden. Tarnfeldgenerator. Sehr schick. Oh. Na, aufpassen bitte. Okay, gut, wir sind hier. Wir nehmen erstmal das hier mit und warten kurz. Okay, man braucht also keine extra Waffe. Gut. So, was gibt's hier? Q-Force? Nee, galaktischer Schutztrupp. Wir haben den galaktischen Schutztrupp voll. Oh. Ach, können wir jetzt einfach so zurück? Okay, hier müssen wir so laufen. Ich hätte es auch geschafft mit dem Unsichtbar. Ich hätte das irgendwie hingekriegt, ich sag euch. Gut, das haben wir jetzt gemacht. Dann müssen wir jetzt hier vorne hin. Nee, gar nicht wahr. Oh, doch. Hä? Hat wo? Nimm mal den Verpixler. Hä, wo fliegen die denn hin, die Käfer? Oh, da ist er. Ich hab gedacht, der wäre schon tot. Okay, dann gehen wir mal hier hochgucken. Verdammt. Ich hab die schöner gemacht. Ich komme hier hoch. Okay. Ziemlich sicher zum Kristallgrat. Ma? Ah, okay. Endgegner. Verpickst da keine Munition mehr. Alles klar, dann nehmen wir mal den Blitzableiter. Gerade mal Stufe 3. Ich glaube, den haben wir auch schon auf Stufe 5. Das war jetzt aber nicht so schlimm. Oh, was haben wir hier? Quere die Schlucht. Hier ist jemand gestorben, scheinbar. Hier gibt's. Wie, oh je. Das schaffen wir doch, da ist doch hier. Was? Wo ist die Höhle hin? Kann ich gar nicht schießen? Ich kann dich gar nicht treffen. Oh,
trifft er mich auch nicht, oder? Ich glaube, wir gehen mal lieber weiter. Ach, da ist auch jemand. Sterb, 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 sterb. So. Geh mal dahin. Okay. Das wollen wir natürlich auch alles haben hier. Bitte? Bitte kommt zu mir, kleine Bowls. Was soll das? Ihr seid meine Bowls. Ach, sie wollen irgendwie nicht zu mir kommen. Obwohl es meine Bowls sind. Wie kommen wir jetzt darüber? Warte mal, wir gehen wieder zurück. Da ist ein Goldbowl. Wir brauchen diesen Goldbowl. So. Wie kommen wir da hoch? Kommen wir hier irgendwo außen lang? Künste rufen dich ebenfalls. In der Nähe sollten Grubenspringer sein, mit denen du hier raufkommst. Kommen wir da drüben hin? Ich muss gleich mal gucken. Wir gehen erstmal hier weiter. Das bringt schon mal nichts. Ich bin völlig verwirrt gerade. Okay. Wie kommen wir da rüber? Oh, das ist falsch. Wir müssen einen anderen finden, in der anderen Dimension. Hier wahrscheinlich irgendwo. Da, der ist es. Haha. Unser dritter und letzter Bolt. So. Wir haben sie jetzt alle hier. Auf Blizzard. Oder? Ja. Uns fehlt der Infobot noch. Also der Spionbot heißt ja hier. Und... ah ja, nur noch der Spionbot. Schön. So, wo ist er, der Gute? Bist du da unten? Nimm das hier mal mit. Oh. Vielleicht findet man ja nicht nur die Köchin, sondern auch den Spionbot. Das wäre ja cool. Oh, das haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Haben wir so etwas. Das nehmen wir natürlich mit, aber nur eins. Komm, komm. Ich bin Köchin Tullio. Und wie alle großen Künstler kann ich nur kreativ sein, wenn ich leide. Okay. Für mein bisher größtes Werk muss ich den sirangianischen Honig unter uns ernten. Mit diesem Vakusaug. Aber das erfordert meine volle Aufmerksamkeit. Und jemand muss mich beschützen vor all den kulinarischen Banausen. Wenn du in die Geschichte der Kulinarik eingehen willst, dann starte die Extraktionssequenz mit dieser Hammerkurbel. Okay. Und was soll es geben? Ich habe in letzter Zeit wenig gelitten. Also weiß ich's noch nicht. Aber bald kommt es. Ich spüre es. Alles klar. Ah, hier geht's zurück dann. Okay. Dann drehen wir mal. Gibt's wahrscheinlich gleich einen Endgegner oder sowas. Da
kommen sie. Von links. Drück den Knopf an dieser Seite, um die Falle zu aktivieren. Welcher Knopf? Welcher Knopf? Ich weiß nicht, welcher Knopf, Mrs. Ich weiß echt nicht, welcher Knopf. Wir machen die einfach händig tot, okay? Nein! Der Honig fängt an zu gerinnen. Der Vakuumsaug darf nicht noch mehr Schaden nehmen. Ha, sie kommen von rechts. Aktiviere die Falle rechts, bevor sie den Vakuumsaug beschädigen und meine Muse verjagen. Christlich. Ach, das ist die Falle. Aber sie brauchen Erholungsphasen. Sie dürfen schließlich nicht überhitzen. Und das war meine Vorrede. Oder wie wir auf kulinarisch sagen, der Appetizer. Jetzt wird es Zeit für den Hauptgang. Es beginnt! Es geht los! Beschütze mich, während ich nach meiner Inspiration suche. Na? Wir können hier auch mal das nehmen, glaube ich. Nee, können wir nicht. Fabelhaft. So. Ja, ich spüre eine Idee aufkeimen. Sirangianischer, honigglasierter Kukloid. Doch welches Getränk passt dazu? Ich brauche mehr Inspiration, mehr Honig. Denk nur an die hungrigen Arbeiter, Rivet. Tu's für sie. Besser ist das, ja. So, wir machen jetzt mal den Mr. Partypilz. So. Umwerfend. Ja. Das Getränk wird ein turbifizierter Magma-Med. Okay. Aber diese Bergarbeiter verdienen auch ein Dessert. Das heißt, wir müssen noch ein letztes Mal leiden. Möge die letzte Extraktion beginnen. Wo sind meine Partypilze? Ich wollte die mal sprenkeln. Extreme Gartenarbeit, ja. Übelst. Okay, da brauchen wir andere Geschosse.
Uiuiui. Okay, machen wir auf die altmodische Tour. Okay. Ah, hier den nehmen wir jetzt. Oh, das war's. Eine gestürzte Schnaggelmonster. Wir haben es geschafft. Oh, ja. So, süßer Sieg. Leiden. Doch jetzt ist meine Fantasie endlich wieder erwacht. Dieser Honigfestschmaus wird ein Meisterwerk. Okay. Du hast gar nichts gemacht. Vielen Dank für deine Hilfe. Vielleicht bist du nun inspiriert, etwas zu erschaffen. Wir haben den Spionbot bekommen. Ich bin froh, dass die Bergleute endlich was zu essen bekommen. Wie komme ich jetzt zurück? Oh, mit dem Security-Taxi sollte es klappen. Ich glaube, ich habe noch nicht alles eingesammelt hier. Oder habe ich schon das ganze Geld? Nee, habe ich nicht. Wir haben den Spionbot. Den holen wir uns gleich mal an. Nach all dem Gerede über Essen frage ich mich, wer ist der bessere Koch? Du oder Ratchet? Ach, das ist doch kein Wettbewerb. Du bist es, oder? Wusste ich's doch. So, und jetzt hören wir uns mal den Spionbot an. Stimmt, wir haben doch auch eine neue Rüstung, wir haben das neu. Galaktischer Schutztrupp haben wir neu. Hier. Blizzard Prime. Wenn man alle davon hat, bekommt man doch die RIDA, also die RIDA, oder? Protokoll. Bergbauunternehmen der Regongo-Stufe und die Hauptquelle der Galaxie für Blison-Kristalle. Verbaut in Starkstromkondensatoren kam dieses Material bisher vorwiegend in Computern, Raumschiffen und Wuppinatoren zum Einsatz. Heute wird das seltene Erz jedoch hauptsächlich für diverse finstere Projekte zur Forschungseinrichtung des Imperators auf Cordelion geschickt. Apropos, beim Ausbruch der dimensionalen Krise heute brach die Kommunikation mit den Bergleuten ab und ihre Lieferungen an das Imperium fielen aus. Also denkt Miss Zurkon, dass Blizzard derzeit möglicherweise nicht der sicherste Aufenthaltsort ist. Okay. Achso, Entschuldigung. Wir haben uns das schon mal angehört. So. Was war das denn schon wieder? Wir haben die Köchin gerettet. Die Köchin. Oh. Das können wir auch kaputt machen. Wusste ich gar nicht. Boah, wir können ja alles durcheinander bringen. Boah, voll cool. Wir machen erstmal alles kaputt hier. Das ist ein böser Lombax. Gehen erstmal kurz zur Frau Zurkon. Ne, Mrs. Zurkon, nicht Frau Zurkon. Wir haben so viel Geld, wir können so viel leisten. Verkaufen Sie endlich was. Der Todeshandschuh ist jetzt verfügbar. Oh, ist der teuer. Vorschau, bitte. Sag Hallo zu deinen kleinen Freunden. Todeshandschuh. Klein, aber bösartig, hungrig und fokussiert. Sie folgen dir, wohin du auch gehst. Zieh den Feuerabzug halb. Zum Ziel und dann komm plötzlich, um deine bösartige Armee von Wartenbeißern zu entfesseln. Haben wir so viel Geld? Nein! Uns fehlen noch 2500. Aufrüstungen bereit! Verdammt! Und du? Wir nehmen erstmal den Verpixler hier. Uns fehlt leider noch ein bisschen Geld. Okay, den haben wir jetzt. Blitzableiter, ja.
Bald haben wir das hier auch noch. Und slatscht hier immer jemand durchs Bild. Ja, bis dann mal. Wir brauchen noch 2000 Geld, bitte. Aber ich glaube, die kriegen wir nicht hier. Ich glaube, das sollen wir mal woanders hinfahren. Sie ist ein bisschen teuer geworden. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass es plötzlich 22.000 kostet. Wo muss man hin? Wo ist unser Raumschiff? Wir müssen uns doch warpen. Da ist die Warpstation. Hier hinten scheinbar. Da oben. Achso. Hier können wir uns wegwarpen. Hier ist unser Auto. Wir machen erstmal das hier kaputt noch. So, kriegen wir wenigstens noch ein bisschen. Nein. Ach nee, das schwebt gar nicht mehr. Okay, gut. Ja, dann haben wir diesen Planeten komplett abgeschlossen tatsächlich. Wir haben den Spionbot, wir haben die drei Goldbots und wir haben den Dimensionsriss gemacht, die vermisste Köchin und die beiden Rüstungen gefunden. Ich glaube, hier waren wir noch nicht. Wieso waren wir hier noch nicht? Da waren wir noch nicht. Das ist ein bisschen blöde. Aber egal. Wir haben den Planeten so abgeschlossen. Sieht schon sehr cool aus, oder? Ich würde sagen, wir beenden diese Folge. Vielen Dank, dass ihr mit dabei gewesen seid. In der nächsten Folge werden wir mal sehen, wo wir dann hinschwänzeln. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder mit einschaltet und wünsche euch bis dahin einen wunderbaren Tag. Bleibt gesund und bis dann. Tschüss.